16-1-0. RDA, Turquie, un penalty. Sifflé pour la RDA, championne olympique. Bien sévère ce penalty qui va être transformé par Koto. Les champions olympiques qui auront beaucoup de mal avec les Turcs et c'est une des grandes surprises de ces éliminatoires. Côté 1-0. Mais les Turcs vont réagir et l'arbitre peut-être siffler un autre pénalty de compensation. Regardez, ce n'est pas très évident et pourtant l'arbitre là encore va désigner le point des 11 mètres. Pressé, il est vrai, par les joueurs turcs. Voilà. Et c'est Semil qui va égaliser un but partout entre la RDA et la Turquie. Un pénalty pourtant marqué en deux temps. Et pas trois mouvements car on prend ses aises pour tirer ce pénalty. Semil, numéro 11. Zehn Monate später Wiener Praterstadion, WM-Qualifikation gegen Österreich. Kreuz erzielt das 1:0. Am Ende hieß es 1:1 und dennoch der WM-Traum platzte. In Wien Österreich gegen DDR und dann DDR gegen Österreich in Leipzig. Zwei Spiele, vier Tore. Und viel Enttäuschung und Hoffnung auf beiden Seiten. Des österreichischen Teams von 1977 auf dem Kasten haben. Hier die DDR-Mannschaft mit dem Leipziger Löwe. Dies ist die Acker von Austria Wien lesen. Dies ist keine Überraschung mehr, es hat sich lange so angekündigt. Krankel nach seiner Schiedsrichterbeleidigung und Österreich wird nach der Seitenwahl Anstoß haben. Das Spiel läuft. Häfner. Und da ist Löwe bei Consilia. Länderspiel. Hier sehen wir Helmut Senjukovic, den österreichischen Trainer, mit Häfner. Lindemann. Ein schöner Angriff. Schade, Martin Hoffmann. Schade, schade. Löwe und Hoffmann. Kotte und Dörner. Und Kiesche ist da. Consilia und leider kein Tor. Der Kopfball kam von Häfner. Nein, von Schade, der letzte Kopfball. Hier hat Jara
zuletzt. Alle diese Angriffe der Österreicher beweisen deren Können. Das ist schon eine Mannschaft, vor der man den Hut ziehen muss. Löwe, das war die erste Löwe-Situation. Dörner, der Kapitän und Libero. Oh, was für ein Pass. Sonderklasse-Pass. Dörner. 7 Lindemann und rechts Hoffmann. Hoffmann, Lindemann. Schöner Schuss und Nachschuss und wieder kein Tor. Die dritte Möglichkeit. Noch einmal und jetzt. Das war eine Attacke. Die Nummer 8, Prohaska. Ja, hervorragendes Freispiel. Das muss man sagen. Ein hervorragendes Freispiel, das von diesem Mann ausging. Der, ich sagte es vorhin schon mal, ich muss mich wiederholen, der ein eleganter Techniker ist. Zu Null. Häfner. Lindemann. Oh, sind das heute lineare Pässe. Und hier mit der 10. Hattenberger. Riesenmöglichkeit. Tor, Österreich 1-0. Das ist die kalte Dusche. Wie in Wien, nur doch gleich nach Spielbeginn. Hier kurz vor der Pause. Ich habe jetzt keinen Grund, ein Wort von dem zurückzunehmen, was ich vorhin sagte. Jetzt kommt der psychologische Bonus hinzu. Tor in der 44. Minute durch Hattenberger. Breitenberger. Oh, Riesenmöglichkeit zum 2-0 für die Österreicher. Weiter. Weise. Schade. Löwe. 1-1. Löwe. 51. Minute. Sehr gute Vorarbeit von Schade, eben zu sehen. Dieses Freispiel an zwei Mann mit Billardwirkung, mit Effetwirkung vorbei. Das bringt Löwe in diese Situation. Und der Routinier, der älteste bei uns mit 32 Jahren, erzielt in seinem 43. Länderspiel ein sehr wertvolles Tor. Dieses Spiel offeriert, serviert viele Situationen für Fußballfeinschmecker. Rüdiger, seine Möglichkeit, Kopf bewahren, keiner läuft mit. Keiner läuft mit. Rüdiger. Nicht schlecht, Hoffmann. Oh, und im Schlussspurt. Wow. Kein Elfmeter, das Spiel läuft weiter. Hut zuckte nicht einen Augenblick. Löwe, Löwe! Ist das die Möglichkeit? Das Gewitter und dann gleich auf der anderen Seite der Blitz. Schade, Häfner, Rüdiger, Fuss. Ist es die Möglichkeit? Ecke. Einmal die Wiederholung. Der schöne Kopfstoß von Rüdiger. Und Holz, Glück für Österreich, für Consiglia.
den Sieg herausholen. Alles oder nichts. Auch mit diesem Resultat 1:1 war erneut zu rechnen. Ja, da ist es perfekt. Nationalmannschaft vorgestellt. Wir zeigen Ihnen die Mannschaftsformationen. Der Trainer Georg Buschner sein Vertrauen schenkt. Und ist es passiert. Noch einmal die Wiederholung zum 1:0. In der zweiten Minute der Führungstreffer, Torschütze Martin Hoffmann. Der erste Eckstoß. Häfner. Das war wieder Martin Hoffmann. Weber. Das war ein schöner Schuss. Das war der schönste Schuss bisher, 25. Minute. Sehr schöner Schuss von Konrad Weise, 31. Minute. Das ist ein erwähnenswerter Fakt. Und das 2:0, Torschütze Schade, Hartmut Schade. Worden. Denn er war vor dem Strafraum, vor dem eigenen, und hatte den Ball in das Spiel gebracht und weitergeleitet. Also Schade, der Torschütze. 40 Minuten des kompletten Abwehrkampfes aus ihrer Sicht. Vielleicht hat das noch Spätfolgen. Hoffmann, ein fantastisches Tor. Bravo, Martin Hoffmann. Da sehen wir es noch einmal. Klasse. Oh, jetzt aber ist er drin. Nein. Es war clever gemacht, aber in der Vollendung hat es nicht gereicht. Weber. Sehr schöne Eingabe. Pfosten. Häfner. Sparwasser. Streich, Sparwasser, Tor. Sparwasser. 4:0. Nicht so zu Rande. Er kann da seine Schnelligkeit gar nicht ausspielen. Das war ein Schuss. Prima, Gerd Weber. 5:0. Der Dresdner Gerd Weber. Die Wiederholung. 55. Minute, 5:0, Weber, also nach 15 Minuten der zweiten Halbzeit, aber auch wieder vom eigenen Mann.
Bauwasser. Gut gemacht von Sparwasser. Das muss Elfmeter geben. Natürlich. Vollkommen frei war Weise. Strafstoß nach Foulspiel. In der 62. Minute. Sechs. 0. Oh, zwei Mann haben befehlt, Sparwasser und Hoffmann. Oh, ein schöner Schuss von Dörner. Ist tatsächlich einmalig. Streich, 7:0. Es ist die 78. Minute. Gut, schade, sehr gut, schade. Oh, der Ball war ja schon fast drin. Schade, der das zweite Tor schaffte. Streich hatte zwei Treffer, jetzt drei. Jetzt drei. Und zwar Hattrick. Hattrick durch Streich. Ein echter Hattrick von Streich. 83. Minute. 8:0. Wieder Streich. Und Tor! 9:0. Hoffmann, sein drittes Tor. Die Wiederholung. Martin Hoffmann, auch das dritte Tor in diesem Match, aber kein Hattrick. Streich mit echtem Hattrick. Aber Anerkennung auch, Martin Hoffmann. Nein, verzeihen Sie, der Ball prescht ans Außennetz. We'll be right back.